So sieht ihr aus, der Sieger-Cocktail von Armando Lopez Ortiz IV. Der Exotic Fiesta ist eine sündhaft gute Mischung aus Wodka, Safari-Likör, Malibu, Blue Curaçao, Maracuja und Limettensaft. Und obendrauf? Sahne. Dieser hochprozentige Traum setzte sich beim Berliner Top-Tender-Wettbewerb gegen die gesamte Konkurrenz durch. 32 ausgewählte Barkeeper in Deutschland, die kommen überall her, die kommen aus München, die kommen aus Berlin, die kommen aus Hamburg oder Szenebars, wo sie auch überall arbeiten, Top-Hotels. Für mich ist es eine große Ehre, weil als Heidelberger besonders, ja, das freue ich mich tierisch, als ich das gewonnen habe, weil das hat man nicht jeden Tag. Ne? Und ich bin sehr stolz drauf. Ja. Dass der beste Barkeeper des Jahres gerade aus Heidelberg kommt, ist kein Zufall. Die Stadt am Neckar ist seit Jahren für ihre exzellenten Barmixer bekannt. Allein in dieser Bar arbeiten zwei Titelträger. Bernd Argus ist Barkeeper des Jahres, sein Kollege Murat Usunbayir amtierender Barkeeper Juniorenweltmeister. Doch um ein guter Barmixer zu sein, benötigt es etwas mehr, als nur irgendeinen Drink zusammenmischen zu können. Barkeeper ist vielfältige, hat eine vielfältige Ausgabe. Der Barkeeper ist ein Sportler, muss ja wissen, was da passiert in unserer Welt. Barkeeper ist ein Politiker, Barkeeper ist ein Psychologe, Barkeeper ist ein Schauspieler, Barkeeper ist Playboy. Was weiß ich, Charmant, Charmeur, sagen wir so. Für Juniorenweltmeister Murat Usunbayir ist der Job als Barkeeper der Traumberuf und immer eine Herausforderung, denn eine neue Cocktailkreation beginnt mit einer Idee.